Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS17 im Multiplayer mit dem Sachsen-Let's-Player. Hallo. Wir sind hier auf der Northern Alberta. Ja, sorry, ich habe ein bisschen falsch anmoderiert. Egal. Bin an einem Ort, wo ich noch nie gewesen bin, Randy. Mexiko. Auch, aber ganz unten auf der Map. Fast ganz unten. Südpol. Ich glaube, da kommt nichts mehr. Nö, da ist, wenn du jetzt noch weiter gerade, du musst jetzt eigentlich rechts, weil sonst ist Feierabend. Okay, dann fahren wir hier rein. Bin nämlich gestern noch ein bisschen weiter geflogen, als wie ich gedacht habe, mit dem Vehikel hier. Ja, bin leider auf die Straße gelangt hier. Hauptsache auf dem Feld fährt er 83, weißt du? Staubsauer. Mein Gott. Oh, 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 da muss jetzt schnell sein, da muss ich jetzt schnell... Läuft. So, push. Ach, du nimmst den jetzt? Okay. Ja, ja, ich hatte jetzt so gedacht, weil sie sind noch so die Map erkunden. Bin schon da. Ei. App erkunden, wie das klingt, ey. Naja, Map erkunden. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Oh, die Kühe brauchen Kraftfutter, das mache ich gleich. Wollen ja unsere Kühe nicht verhungern lassen, ne? Ja, das ist richtig. Randy, ich muss dich jetzt mal was fragen. Na bitte. Ist dir schon mal passiert, dass du aufnehmen wolltest und aus Versehen gestreamt hast? Nee. Okay. Nee, also das... Einzige Ausschiedeen, was passiert. Nö, nee, schon viel aus unserer Truppe, ohne Frage. Also aus der TT-Gruppe ist das schon öfters mal. Wurden ganze Projekte gestreamt. Das war ganz lustig. Ja, ja, war ganz lustig. Aber nö, weil der Streaming, weil ich habe für Streaming keine Schnelltastenbelegung. Also ich habe nur für die für Aufnahmen Schnelltasten und somit kann mir das nicht passieren. Okay. Das wird's doof. Erzähl mal. Ich wollte ganz gemütlich einfach eine Folge LS aufnehmen, ne? Gestern, oder wie? Gestern, wann war denn das? Gestern? Ne, am Samstag ist es gewesen. Samstag? Denk mir so nichts Böses, ne? Drück meine gewohnte Taste, die ich zum Aufnehmen verwende. Sehe dann nach ein paar Sekunden, nach, lass es eine halbe Minute sein, sehe ich auf einmal rechts unten so ein grünes Kästchen in OBS. Denke mir, was ist denn hier los? Gucke ich drauf, steht da, ja, gute Verbindung, keine verworfenen Frames, denke ich mir. Habe ich im ersten Moment nicht realisiert, nach einer Minute oder zwei denke ich mir, what? Das brauche ich doch beim Aufnehmen gar nicht, weißt du? Ja, und dann war ich live. Oh, sehr schön. Oh, die Zuschauer waren auch gleich mal 300 Leute da, weißt du? Kann man ja mal machen. Einfach eine Minute lang streamen. Dann einfach, ich hab's gecheckt, ne? Hab dann einfach random ausgemacht. Ja. Hat, ja, viele haben sich gefragt, oder viele haben sich gefreut, dass dann jetzt ein Stream kommt, spontan. Ja, war nicht so. Ich wollte eigentlich nur was aufnehmen. Ja, es muss eigentlich, es wäre besser gewesen, hättest du die ganze Folge und so am Ende so und dann tschüss. Und drückst halt so die theoretische Aufnahmetaste zu beenden und denkst dann, hey, steht ja immer noch da, das käme dann besser. Gab aber, glaube ich, schon Typen, die, die dann gesagt haben, yo, wir machen jetzt Feierabend hier, haben es sozusagen ausgemacht, haben es aber nicht ausgemacht und haben die ganze Nacht weiter gestreamt, unabsichtlich und haben nebenbei geschlafen, weißt du? Gibt's stimmt. Auch, ey. Hab ich schon bei Twitch gesehen. Sehr populär. Aber, ja. Weil wir gerade beim Thema Streamen sind, ne? Ich habe gehört, dass Twitch jetzt irgendwas Neues eingefügt hat. Ja, du kannst jetzt... Also du musst jetzt nicht mehr Partner sein oder irgend sowas. Genau, der doch, du wirst jetzt, oder du musst in Anführungsstrichen... Entschuldigung. Ja, kein Ding. Du musst in Anführungsstrichen Affiliate-Partner werden. Das ist halt kein vollwertiger Partner, sondern halt nur ein Affiliate-Partner, also ein Anteil, also ein Teilpartner. Den Status bekommst du, wenn du mindestens 500 Minuten in den letzten 30 Tagen gestreamt hast, mindestens 3 Zuschauer hast, wenn mich nicht alles täuscht, oder 3. 10, oder 10, eins von beiden wird es gewesen sein, und mindestens, ich glaube, 7 Mal gestreamt haben musst in den letzten 30 Tagen.
dann wirst du nach einigen Wochen oder auch kürzer, je nachdem, wirst du zum Affiliate-Partner eingeladen. Und dort hattest du am Anfang dann die Möglichkeit, dass die Leute dir Bits spenden können. Ne, diese komischen Diamanten da. Ja, ja, ja. Von denen man ganze 1% davon abbekommt, was diese eingebracht haben. Und jetzt wow. ganz neu, jetzt kann man, jetzt bekommst du auch einen Subscribe-Button. Richtigen? Einen richtigen. Für 4 Euro, also für Twitch Prime, $4.99, $9.99, $24.99. Einziger Nachteil daran ist, du kannst immer nur ein Logo festlegen dafür. Also du hast nur ein Icon, das war's. Also, pro Sub oder? Nee. Nee, ne, für, generell kannst, für den Kanal einfach. Für den Kanal einfach. Nee, also du hast Klubbe für 4,99 eins, für 9,99 eins und für 24,99 eins. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, weil du weißt, my English skills is not so perfectly, ja, kann, the best, ist dieses 4,99 unbegrenzt und dieser 9,99 kann immer nur einer gleichzeitig belegen und die $25 irgendwie auch nur. Muss nicht sein, kann aber sein. Aber es kann auch sein, dass das alles unbegrenzt ist, aber du hast halt immer nur ein Emoticon. Beziehungsweise ein Emoticon pro Dings halt. Ne, für die $5, für die besseren und für die ganz besseren auf Deutsch übersetzt. Aber du hast jetzt nicht so wie die normalen Partner. Ab 10 Subscriber kriegst du dann gleich mal 6 und dann 20 und so weiter, weißt du? Musst du dann wieder unterschreiben, dass du exklusiv Nein. Du musst gar nichts unterschreiben. Das Einzige, was du ausfüllen musst, ist ein Steuerdokument, das war's. Wow. Das ist ja der Mickey-Maus-Anforderung im Gegensatz zu früher. Das ist Mickey-Maus-Anforderung im Vergleich zu früher, ja. Das ist richtig. Deswegen, ich poliere den Kanal jetzt auch wieder hoch, ne, und dann streame ich auf YouTube und Twitch halt gleichzeitig. Weil das jetzt, machen auch viele, ne? Weil, naja, ganz ehrlich, mir hat es vorher auf Twitch einfach nichts gebracht. Also, so der Twitch-Partner, alles cool, aber ich darf nicht auf YouTube streamen. Deswegen habe ich ja gekündigt, ne? Ja. Und dann so parallel auf Twitch zu streamen, hat in dem Falle nicht viel gebracht ohne diesen Subscribe-Button, weil, ne, doppelte Datenauslastung und alles, zweimal OBS, weißt du? Also, irgendwie habe ich mir dann so gesagt, ach, da bleibst du halt nur auf YouTube und fertig aus die Maus, weißt du? Und jetzt, durch den Subscribe-Button, ich sag's ja so, wie es ist, bringt's auch finanziell wieder was auf Twitch zu streamen, weißt du? Ja. Also kann man, bin ich da auch in der Überlegung, das halt wieder zu machen. Weil das ganz große Problem, was ich mit YouTube Gaming habe, ist einfach, Leute wollen subscriben, können aber nicht, weil sie entweder kein PayPal haben oder das PayPal dort nicht geht. Okay. Habe ich schon ins Netzwerk gesagt. Ja, wir haben es an YouTube weitergeleitet. Ich sag, cool, da hat sich bis heute nichts getan. Ja, das ist halt leider YouTube, ne? Ah, es ist halt wirklich so, das ist, die wollen halt subscriben, gehen auf PayPal, ne, du verbindest dich mit PayPal, machst dann ja, ich will, und dann schmeißt dich PayPal einfach wieder zurück zu YouTube. Das war's. Und es passiert nichts. Ja, aber geht das über Tippi gar nicht? Subscriben über Tippi? Nein. Also, ja, was heißt subscribe? Ja, ja. Die VIPs, ne, da, also das ist aber YouTube VIPs, die gehen natürlich nur über YouTube. Tippi-Stream, also Donations, geht überall, egal wo du streamst. Das ist richtig. Ich weiß nämlich, dass der Kollege Carvon hat nämlich auch öfter die Frage, der hat sogar, glaube ich, eine Umfrage gemacht, wo er streamen sollte, laut seinen, für seine Zuschauer. Das war auch nicht ganz eindeutig, wie es dann, der streamt teilweise hier, teilweise da und weiß ich nicht. Ja, manche mögen halt YouTube mehr, weil sie irgendwie auf ihren Fernseher gucken können, so ist es jedenfalls, wie habe ich es bei mir mitbekommen. Ja. Und es ist halt gleich auf YouTube, finde ich ja auch geiler. So. Ja, richtig, ja. Viele wollen aber halt auf Twitch, weil sie halt den YouTube-Chat nicht mögen und das ganze Ambiente auf Deutsch übersetzt, weißt du? Und dafür wollen sie halt eher auf Twitch. So, es ist halt so, und man muss ja auch sagen, Twitch hat immer noch eine bessere Zukunft für YouTube Gaming. Weil so lahmarschig, in Anführungsstrichen, wie die da sind, um mal neue Features einzufügen, weißt du? Ja. Ist halt auch nicht so, weißt du? Microsoft selber, ne, mit ihrer eigenen Streaming-Plattform namens Mixer, was früher Beam hieß, das wird auch nix. Ne, mit ihrer eigenen. Hätte ja kein Schwein, ey. Doch, Beam war aber vorher auf dem amerikanischen Markt sehr populär. Also, was ist populär? Also, bekannt bei uns halt gar nicht, weißt du? Und jetzt hieß es halt Mixer. Und damals der E3 hieß dann, ja, exklusive Livestream, jetzt aber nur auf exklusiv auf Mixer. Wo ich mir so denke, also da ein paar Leute rüber zu kriegen, weißt du? Ja, klar. Aber hat sich halt, also wird sich nicht durchsetzen, genauso wie Hitbox sich auch nicht durchgesetzt hat. Nee. War ein guter Versuch, aber nee. Hat nicht funktioniert, würde ich sagen. Ich muss mal ganz so fragen, gib mir mal bitte eine Aufgabe. Ich bin gerade am Grasmähen. Haben wir noch was anzusehen oder sowas? Ne.
Warum blinken links oben die Freed Farm? Gibt es da irgendwie große Nachfrage? Ich guck mal. Vielleicht noch was loswerden hier. Fred's Farm, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ja, da können wir Gerste für 465 Dollar Euro verkaufen. Was können wir doch wegbringen? Ja, machen wir mal. Gut. Dann mache ich das. Ja, schwieriges Thema. Glaube ich, Twitch oder YouTube oder hier oder hast du nicht gesehen oder ich weiß auch nicht. Ich muss dann einfach auf Beten machen und könntest die Leute halt raussuchen. Ja, da musst du aber zwei Chats im Auge haben, oder? Ja, natürlich hast alles doppelt. Du musst auch zweimal OBS auf haben. Du musst in den OBS andere Configurations drin haben wie, wie bei YouTube. Weil erstmal ist die Bitrate auf Twitch anders oder sollte anders sein. Dann hast du auf Twitch viel mehr Möglichkeiten mit Spielereien, ne, die auf YouTube ja nicht gehen. Das stimmt. Mit Anzeigen auch, und alles. Ja. Das Einzige, was ich halt schon wieder richtig dumm finde, ist, dass ich theoretisch könnte ich auf Twitch die GEMA-Mucke schlecht hinlaufen lassen. Ja. Aber auf YouTube wiederum nicht. Ich muss mal kurz noch, also bevor ich weiter ausführe, wo zur Hölle ist eigentlich unser Silo? Das ist bei der 14 da. Ach, klar. Das ist übrigens alle, auch uns gehört. Richtig. Wow. Richtig gehört. Achso. Okay. Ja. Haben wir noch nie vor. Ja. Überlassen wir der Natur. Ja, ja. Nee, alles stimmt, das war ja außerhalb. Ich dachte immer, wir hätten das da direkt verkauft. Deswegen, das mit der Musik ist halt jetzt schon wieder scheiße. Ne? Das ist das nächste Problem. Müsste es halt eigentlich nur lokal einbinden, aber. Das ist irgendwie. Was ich gut finde tatsächlich, ist das System, welches bei der Marmeladenoma gefahren wird. Kennst du das System? Nein. Da wird ja jeden Samstag, glaube ich, ist ja jetzt egal wann, wird auf Twitch gestreamt. Aber gleichzeitig dazu läuft auf YouTube ein Stream, wo nur steht, wir sind jetzt auf Twitch online. Ah, okay. Also das ist so ein bisschen animiert, so hübsch und so weiter, ne, dass sich halt was bewegt, ja, ganz klar. Aber dann wissen sofort alle Leute auf YouTube, alles klar, ab geht's zu Twitch und da können wir gucken. Das ja, nicht von einem Video, von einem Infovideo, sondern wirklich durch einen Stream, der halt einfach automatisiert wurde. Richtig. Ja, das Ding ist immer nur wieder, wie inwiefern stößt du dann halt den VIPs wieder vor dem Kopf. Die halt monatlich bezahlen, weißt du? Ja. Das ist halt so wie mich. So wie dich zum Beispiel, ja. Ja, das ist ja auch so die Sache. Und man muss ja auch sagen, YouTube hat das fairere System. Ich krieg 90% davon. Ja, bei Twitch kriegst du die Hälfte, halt, weißt du? Ja. Ist halt. Und bei Twitch ist es ja auch noch so, als Affiliate-Partner, Auszahlung ist erst ab 100 Euro. Dollar, oder? Und dann auch noch Dollar, Entschuldigung, ja, 100 Dollar und dann auch 90 Tage Wartezeit. Ja, ist halt schon. 90 Tage, das ist ein Vierteljahr, weißt du? Ja, ja. Oder 6 Tage, aber es war lange, definitiv. Es war richtig lange. Ach, das ist halt immer so die Sache. Man könnte sich normalen Twitch-Partner-Status wiederholen, wenn du verhandelst, dann halt verhandelst du 70-30, aber ist halt immer noch weniger wie bei YouTube, weißt du? Also, ist halt alles ein schwieriges Thema. Ist halt alles so eine Sache. Naja, müssen wir halt mal gucken. So, dann schaffen wir das da mal hoch. So, Silage ist jetzt voll hier, Gras ist voll. Jetzt mache ich noch Stroh voll und dann ist die Futtermischanlage wieder mal versorgt. Sehr gut. Oh, das wird jetzt wieder ein lustiges Unterfangen hier. Oh, nee, du. So, okay. Ah, da wollte ich gar nicht rein. Ready? Ja. Achso, okay. Ich hatte gerade so einen inneren Gedanken. Ich habe gesehen im TS, dass du geredet hast, aber ich habe dich nicht gehört. Echt? Ja. Okay.
Da hatte ich gerade so eine Spasti-Phase, sorry. Ja, kein Ding. Das ist kein Ding, du. Wir sind aber erstmal fertig. Wir sind fertig, ist ja Wahnsinn. Liebe Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und wir sehen uns, wenn ihr möchtet, morgen wieder zur gewohnten Zeit am gewohnten Ort. Bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao. Tschüss.